Wenn Hideki Kamiya der Director eines Spiels ist, kann man sich sicher sein, dass das Spiel erstens extrem schnell und zweitens verdammt stylisch ist, wenn nicht sogar ein wenig beautiful. The Wonderful 101 ist sein neuestes Werk, entwickelt in der Spieleschmiede Platinum Games, bei denen er zum Beispiel als Director für Bayonetta agierte. Wir haben nun schon einige Stunden in das Spiel investiert, daher hier kurz, was wir so erlebt haben. In The Wonderful 101 dreht sich alles um das Team 100, ein Superhelden-Team bestehend aus 100 Leuten. Das Team hat die Fähigkeit, mit Unite More verschiedene Formen anzunehmen. Und letztendlich dreht sich alles genau darum. Mit dem rechten Analogstick oder dem Touchscreen zeichnet ihr verschiedene Muster, damit euer Team sich so zum Beispiel in eine Faust, ein Schwert oder eine Pistole verwandelt. Je mehr Helden ihr verwendet, desto stärker eure Angriffe. Klar, 100 Helden zusammentrommeln ist nicht so einfach. Daher können auch, bis ihr alle 100 Helden gefunden habt, Zivilisten zu Helden werden. Die bekommen einfach prompt eine Wondermaske aufgesetzt und haben dadurch dieselben Fähigkeiten wie die Wonderhelden. Nur können sie nicht aufgelevelt werden und verschwinden wieder nach einer erfolgreichen Mission. Das Gameplay ist schnell, irre und einfach nur eine Augenpracht. Ihr müsst den ganzen Bildschirm im Auge haben, um nicht von der hohen Anzahl der Gegner übermannt zu werden. Kombos ausführen, die richtige Waffe finden und hin und wieder mal auch ausweichen ist die Überlebensstrategie. Erwartet nicht eine ruhige Minute zu haben, denn das Spiel fordert euch gleich von Anfang an. Wirklich cool an dem Spiel ist das Off-TV-Play. Mit der Minustaste könnt ihr die Bildschirme tauschen, dann ist der Touchscreen auf dem Fernseher und das Spielgeschehen auf dem Gamepad. Ein weiteres Mal die Minustaste gedrückt und ihr habt auf dem Fernseher und Gamepad ein gespiegeltes Bild, in dem ihr eine Bild-in-Bild-Funktion habt. Bedeutet, selbst auf dem Gamepad könnt ihr so beide Bildschirme sehen, was für einige Passagen auch nötig ist, solltet ihr nur auf dem Gamepad spielen. The Wonderful 101 ist ein Spiel, in dem man mindestens seine 30 bis 40 Stunden reinsetzen muss und genau das werden wir auch tun, bevor wir uns eine endgültige Meinung bilden. Das Spiel kann ab dem 23. August exklusiv für die Wii U erworben werden. Unser vollständiges Review und die mögliche Kaufempfehlung folgt am 19. August. That's rich! You're Wonder Red? There must be some mistake! I came looking for combatants, not color-coordinated cosplayers!